Wir haben also einen Zustand, in dem die Fläche in meinen Augen tatsächlich gerade wiederentdeckt worden ist, auch deshalb, weil es eben technisch erleichtert worden ist, das zu ermöglichen, dass es auch mit niedrigeren Kosten verbunden gewesen ist und wir uns in einer Situation befinden, wo textuelle Artefakte tatsächlich immer mehr Multimodalität aufweisen. Multimodalität ist der Begriff, der in der Linguistik und einigen anderen Gebieten für derartige Artefakte genutzt werden. Unterschiedliche Modalitäten, auch unterschiedliche Zeichensysteme werden zusammengefasst, um insgesamt eine Bedeutung zu entwickeln. Und ich glaube eben, und das ist eine meiner Messages, die ich mit diesem Vortrag hier verbinde, dass wir tatsächlich heute anknüpfen an eine Situation, die vor Gutenberg schon bestanden hat und die nach Engelbart, also nach der Entdeckung des Computerbildschirms als eine Zeichenfläche für die textuelle Vermittlung, wieder aufgegriffen worden ist. Und wir uns aber heute natürlich in einer Situation befinden, wo 500 Jahre der Gutenberg-Galaxis auf uns wirkt. Und zwar nicht nur in Hinsicht auf gewisse Infrastrukturen und Institutionen, Schulen und Universitäten und Verlage, wir sind im Haus des Buches, sind sehr stark natürlich immer noch durch die Prinzipien der Gutenberg-Ära geprägt, sondern dass wir uns immer noch nicht ganz gelöst haben von diesen Formen der Prägung und wir eigentlich gefordert sind, heute eine Schriftkultur jenseits der Schrift, eine Schriftkultur des Nichtwortes zu entwickeln, in der solche multimodalen Prinzipien der Informationsvermittlung tatsächlich auch zum Tragen kommen können.